Ja, servus Leute, ich bin's mal wieder, euer Jan, und willkommen zu einem Bad Company 2 Commentary. Heute zocken wir Squad Deathmatch auf Isla Innocentes, und diesmal habe ich den Recon dabei, also den Sniper in Battlefield Bad Company 2. So, wenn ihr Battlefield Bad Company 2 kennt oder schon öfters gesehen habt, dann werdet ihr merken, ja, oder habt gemerkt, dass die Recons ziemlich defensiv spielen. Also sie hocken auf einem Hügel, vercampen sich dort in Anführungszeichen und markieren die ganze Zeit die Gegner, haben Spaß daran, wirklich an einer Stelle zu hocken. Und ein Video hat mich inspiriert, und zwar eine Montage von Sergeant Enigma. Das ist ein Bad Company 2 Spieler auf dem PC. Und er ist ein sehr aggressiver Recon. Also er läuft damit rum, und er hat einige Taktiken, die ich mir die ich mir auch abgeschaut habe. Also die sind super, und die werdet ihr hier dann auch noch sehen manchmal. Natürlich wende ich sie nicht perfekt an, wie Sergeant Enigma zum Beispiel. Aber trotzdem, es ist doch ein ziemlich aggressives Gameplay. Ihr seht hier, ich quickscope, ich renne rum, ich hocke niemals irgendwie für, keine Ahnung, länger als eine halbe Minute irgendwo in der Ecke und warte, bis ein Gegner vorbeikommt oder bis irgendwo ein Gegner vor meinem Bildschirm auftaucht. Das mache ich nicht. So, ich habe diesmal die Gold dabei, die Gold Magnum Präzision, und ja, dann noch als Sekundärwaffe die MP443 heißt die, glaube ich, also die Pistole. Dann noch C4 und den Motion Sensor, also den Bewegungsmelder. Und dann kommen wir auch gleich mal zum ersten Thema, und zwar, wenn ihr Sniper spielt und aggressiv spielen wollt, dann haut euren Bewegungsmelder raus. Also zum Beispiel, ihr wisst, dass da vorne vielleicht einer sein könnte. Ihr wollt jetzt davor rushen, also vorrennen, und schmeißt euren Bewegungsmelder hin, und dann wisst ihr auch, wo der Gegner ist. Das bringt einen riesengroßen Vorteil. Und ihr seht jetzt, ich habe hier ein anderes Kit, also eine andere Ausrüstung, eine andere Waffe. Und das mache ich auch hier sehr gerne. Also wenn ich keinen Bock habe nachzuladen, oder ich einfach merke, ja, mit dem Sniper kannst du jetzt nichts ausrichten, also mit dem Scharfschützengewehr in dieser Situation, dann nehme ich mal einfach ein anderes Kit, also die Ausrüstung von einem Gegner oder von einem befreundeten Kameraden. Und da kann man auch sehr taktisch spielen. Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier nicht gestorben wäre, dann wäre ich schnell vorgerusht, hätte die Ausrüstung von dem Gegner genommen, den ich gerade getötet habe, und hätte dann den zweiten umgeschossen, weil dann hätte ich nicht nachladen müssen. Also das bringt einen riesengroßen Vorteil. Und C4 wende ich dann auch noch sehr oft an. Also erstmal meinen Bewegungsmelder schmeißen und dann schön C4 draufhauen. Ich habe ja genügend C4, weil ich habe da extra so ein, in Anführungszeichen, Perk dabei, damit ich doppelt so viel C4 habe. Und ich muss sagen, es funktioniert ziemlich gut. Also man könnte jetzt statt dem C4-Perk ein Leichtgewichts-Perk nehmen, dass man halt schneller rennen kann. Aber ich als Sniper muss jetzt nicht wirklich total schnell sein. Ich bin zwar ziemlich agil, also ich kann jemanden mit einem Schuss töten oder mit meiner Pistole halt mit mehreren Schüssen. Und das ist halt ein sehr großer Vorteil. Ja, was haltet ihr eigentlich von dem Sniper, und wie spielt ihr den Sniper? Und ja, probiert es einfach mal aus, wenn ihr die ganze Zeit nur defensiv spielt, probiert es mal aus. Es erfordert natürlich ein bisschen Übung. Natürlich habe ich auch stundenlang daran geübt, oder eine Stunde mindestens. Und dann hat man es einigermaßen raus. Man weiß dann wirklich, was man mit dem Sniper dann machen muss. Also ich persönlich finde es total langweilig, wenn ich in der Ecke hocke und die ganze Zeit irgendwelche Gegner spotte. Am Anfang fand ich das ja noch ganz okay, aber ich als Call of Duty-Spieler denke mir da, ach, oh mein Gott, das tut ja wirklich nicht so gut. Also das tut in meinem Gewissen weh, das ist nicht so schön. Ja, dann kommen wir mal zum nächsten Thema, und zwar, ihr werdet am Schluss auch noch ein Video sehen von der Firma Euclideon. So heißt die Firma, glaube ich. Das ist eine Technologiefirma für eine Engine. Also die machen gerade eine Engine, eine Spiele-Engine. Und sie haben etwas erreicht, was eigentlich unglaublich klingt. Also unglaubliche Detailliertheit in einem Spiel. Realität in einem Spiel. So kann man es zusammenfassen. Realität in einem Spiel. Manche können es jetzt nicht verstehen. Wie kann denn sowas möglich sein? Also wenn ihr jetzt das nicht versteht, was ich euch jetzt hier erkläre, dann schaut euch bitte das Video an. Englisch müsst ihr können. Er redet natürlich Englisch, weil er aus Australien kommt. Aus Australien. Aus Australien, genau.
Und also er erzählt halt, sie haben eine neue Engine entwickelt und diese Engine beruht nicht auf Polygonen, wie jedes andere Spiel heutzutage. Da fragt ihr euch jetzt sicherlich, aus was dann? Und dann komme ich mit der Antwort, aus dem realistischsten, was ihr euch vorstellen könnt. Und die Antwort ist Atomen. Atomen, ja. Die ganzen Modelle, alles, was in einem Spiel dann sein wird, besteht aus Atomen. Also es klingt jetzt wirklich unglaublich und es soll ja sollte ja eigentlich total viel Leistung fressen. Also kann man sich gar nicht vorstellen, dass ein PC heutzutage das überhaupt packen würde. Aber der Typ hat erzählt, dass sie mit ihrem PC, und der sah, keine Ahnung, das sah wirklich nicht gut aus, also ich glaube mal nicht, dass sie so einen Mega-PC haben, der wohl ein ganzes Wohnzimmer füllt, das glaube ich nicht. Aber die haben ihre Demonstration mit 20 Bildern pro Sekunde laufen lassen können. Und das waren, keine Ahnung, wie viele Punkte, also wie viele Atome auf einmal. Das waren bestimmt, also ich kann es jetzt nicht aufzählen, das ist glaube ich eine unglaubliche Zahl, mehr als Milliarden, mehr als Billionen. Und das mit 20 Bildern pro Sekunde mit einem überdurchschnittlichen Gamer-PC. Und er hat dann auch noch in einem anderen Video erklärt, wie sie das geschafft haben, dass es wirklich so eine gute Leistung bringt. Und zwar haben sie es, hat er es damit erklärt, dass ja im Bildschirm, wo wir halt drauf schauen, besteht ja aus Pixeln. Und diese Engine erkennt dann, welcher Pixel jetzt genau welche Punkte ansieht, also welche Atome. Und rechnet dann nur wirklich so viele Atome aus, wie viel benötigt werden. Und da denkt man sich, oh mein Gott, ist das krass. Also sie haben schon gesagt, in den nächsten 18 Monaten wird es auf jeden Fall rauskommen. Sie werden diese Engine weitergeben an die großen Spielehersteller. Und dann können wir uns schon mal darauf einstellen, dass in den nächsten 2 bis 3 Jahren schon das erste Spiel rauskommt. Das erste Spiel mit unglaublicher Grafik, mit unglaublicher Detailliertheit, mit unendlicher Grafik, also realistischer geht's nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr realistischer. Und da sind wir dann einfach an dem Punkt angelangt, es geht nicht mehr höher. Das war genauso mit den Farben beim Bildschirm. Erst waren es 8-Bit, dann 16-Bit und dann 32-Bit. Höher geht's nicht mehr, weil unser Auge nicht mehr wahrnehmen kann. Und das ist jetzt genauso bei den Bildpunkten, mit dieser neuen Engine. Also Atome werden dann einfach alles in diesem Spiel dann kontrollieren. Also da kann man wirklich alles machen, da kann man alles in einem Körper machen, alles nachbauen. Und sie haben ja dann auch noch einen Konverter rausgebracht oder beziehungsweise programmiert, mit dem man normale Polygonkörper umwandeln kann in Atomkörper, also in Punktkörper, wie sie halt in der neuen Engine vorhanden sind. Das heißt, man könnte, wenn es wirklich möglich wäre, alte Spiele neu rausbringen, und zwar mit einer unbegrenzten Detailliertheit, mit einer unbegrenzten Grafik. Und wenn ich mir dann so vorstelle, Bad Company 2 mit einer, ja, mit so einer Grafik, dann, kriege ich wirklich Gänsehaut und, später werden unsere Kinder dann mal sagen, die Spiele früher sahen ja mal total beschissen aus und bla und shit. Also ich kann es mir wirklich vorstellen, genauso wie heute die Erwachsenen halt total zurückschauen auf die 8-Bit-Spiele, zum Beispiel, keine Ahnung, Tetris oder so. Oder was gibt's denn noch für Spiele? Final Fantasy 1 und 2 oder sowas. Also viele von uns, die jetzt hier auch zuhören, kennen natürlich diese Ära noch der 8-Bit-Spiele oder 16-Bit-Spiele, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt. Aber also wirklich übel. Höher geht's nicht mehr, weiter können wir es dann auch nicht mehr entwickeln, weiter geht's einfach nicht mehr. Und das heißt dann aber auch, dass wir uns keine neuen PCs mehr holen müssen, dass wir keine neuen Konsolen mehr brauchen. Und wenn dann zum Beispiel die Xbox 720 draußen ist oder die PS4, dann braucht man nie wieder eine neue Konsole. Nie wieder im ganzen Leben. Nie wieder. Und irgendwann mal wird es bestimmt dann so sein, dass man Realität und Spiel nicht mehr unterscheiden kann. Das ist jetzt zwar noch weit dahergeholt, aber so schlimm hört sich das jetzt nicht an, wenn man so hört, dass es wirklich schon unbegrenzte Detailliertheit gibt. Also ihr müsst euch mal wirklich das Video anschauen, schaut euch dann den Unterschied zwischen den Polygonkörpern an und den Körpern mit Atomen an. Also wirklich unglaublich, man sieht es jetzt nicht so gut, weil die Qualität des Videos nicht das allerbeste ist.
Aber es ist auf jeden Fall kein Fake, Leute, es ist kein Fake, weil man, das kann man nicht faken. Die Bilder kann man einfach nicht faken, also sowas, solche Bilder kann man niemals mit Polygon-Körpern, ich habe gerade gelöpst, kann man niemals mit Polygon-Körpern nachstellen. Geht einfach nicht. Geht nicht. Und das wird einfach nur eine krasse Zeit, wenn dann ja wirklich das dann kommt in 2 bis 3 Jahren, und ich freue mich schon richtig drauf. Muss ich mir keinen neuen PC mehr besorgen, dann gibt es keinen Streit mehr, was die beste Grafik hat, PS4, Xbox 720 oder der neueste PC, was es auf dem Markt ist. Diese Streitigkeiten wird es dann nicht mehr geben. Und das heißt doch was sehr, sehr Gutes. So, das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ich werde euch jetzt den Endscore hier nicht verraten, aber sagen wir es mal so, ich bin der Beste im ganzen Spiel und das auch noch mit dem Sniper. das hat schon was zu heißen, Leute. Also wenn ihr kein Bad Company 2 kennt, dann ist das schon eine Leistung. Ich möchte mich jetzt hier nicht selber loben, aber ein bisschen stolz darf man darauf sein. Und ja, das war's von mir. Hoffentlich hat es euch gefallen. Schaut euch dann noch das Video an. Also der Link zu diesem Video steht noch in der Videobeschreibung. Oder ihr könnt einfach mal am Schluss des Videos schauen. Da ist auch noch das Video. Und ja, das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet natürlich. Und ja, Servus, bis zum nächsten Mal. Also nicht 14, 15, aber. Du schwingst noch mit dem Sniper, oder? Hm? Ja, es gibt natürlich. Kann ich nicht. Nee, das kann ich nicht. Weil du bist nur so frei, oder? Nee, das ist dieser Demo-Share die ganze Zeit. Kriegst du, Alter. Schade, dass du mich nicht kickst. Road-Kick oder so. Wir hätten das Squad schließen können. Kann man das irgendwie machen, dass ich nächste Runde wegen euch bin? Und der vielleicht, ja. Sonst nicht? Scheiße. Ja, die ganze Map, ich sag ja. Von unten haben wir den. Bande am Eck mit Medipack. Halt so Pflanzen drauf. Die haben 16 Sorten, scheiße. Das gibt's doch nicht. Jetzt kommt echt kurz zu mir. Moment, jetzt spiel ich auch schon. Hallo. Ja, ja. In der Launch ist der Lauf. Der Lauf. Wollte ich jetzt einmal auf Hard tun? Digital ist ein großes Problem, das ist wirklich heftig. Oh Mann.
Nilo. Null im Chor. Wieso ist eigentlich? Sonst da? Hä? Eigentlich. Echt? Bei mir ist es voll auf. Jetzt bin ich auch voll, danke. Oh shit. Was? Boah, wie leicht war ich das? Oh nee. Nice. Boah, Dreier kann ich eben vor, Alter. Cool. Ich hab 1,5. Cool, können wir das kommentieren? I'm Bruce Robert Dell, the CEO of Euclidean. In 2010, our technology appeared in most of the world's media. We had found a way to give computer graphics unlimited power. Basically, computer graphics today are made of these little flat shapes called polygons, and a lot of big companies spend a lot of money trying to have more of these little flat shapes so your graphics will look better and everything won't be quite so angular. There is a better way to do computer graphics, which is used in medicine and the sciences, and that is to make everything out of tiny little atoms instead of flat panels. The problem is, this particular system uses up a lot of processing power, so the more objects you have on the screen, the slower your computer will run. Having 4 or 5 detailed objects will run just fine, but you certainly can't do a level of a game. We got a lot of attention because we made the claim that we could run unlimited little 3D atoms in real time. To understand this claim, you need to consider the state of the industry. There's lots of large companies that are pouring billions of dollars into trying to increase the polygon count. At present, they seem to be able to increase it by about 25% a year. If any of these large companies was to suddenly come out with 10 times more polygons than their competitors, that would be enormous news. But we didn't increase the geometry count by 10 times, or 100 times, or 1,000 times. We increased it so far we could abandon polygons altogether and move to little atoms and run them in unlimited quantities. If what we said was true, then it was the largest breakthrough since 3D graphics began. 2 months after announcing it, we declined all further interviews and then completely disappeared. Most people said the technology was too unbelievable and was probably never real to begin with. It's been 1 year since our disappearance, and a lot of people are asking what's happened to us. Well, we're not finished yet, but we'll give you an update as to our present level of advancement. We've made a little island. The island is 1 kilometer square. This island is made of 21,062,352,435,000 polygons. In the graphics industry, everyone's used to using polygons, so we thought we'd build a polygon converter. By converting polygons to unlimited detail point cloud data, you can then run them in unlimited quantities. We've converted them at a rate of 64 atoms per cubic millimeter. If you're not sure how small a cubic millimeter is, that's a rate of 1 million atoms per cubic inch. If you're still not sure how small that is, these are grains of dirt. In fact, there are 15 million converted polygons in every square meter of dirt, which means in 1 cubic meter of dirt, we have more polygons than you will find in any game that doesn't use procedural generation.
Graphics are definitely getting a lot better. If you compare Crysis 1 to Crysis 2, you see nearly double the polygon count. But things still don't look realistic. That's not the fault of the artist. In fact, we're eager to see what happens when we give our technology to real artists in the games industry. We played with it ourselves, of course, and we came up with this. But remember, we're far from the world's best artists. So it'll be very interesting to see where our technology ends up going when there's more synchronization with other players in the industry. Our polygon converter converts things straight from 3ds Max, Maya, and other 3D programs, so it's pretty much business as usual for the artist. He just has total freedom now, and there is no such thing as a polygon budget. Polygon counts are pretty low today in games. If we look at things like palm trees and then compare them to, say, a palm tree made with unlimited detail, our technology, we can see that the polygon budget was pretty restrictive. So by removing that burden from artists' lives, I'm sure we'll make a few friends. As for our supporters who play games, your graphics are about to get better. Better by a factor of about 100,000 times. 100,000 is a pretty big number. Perhaps we're exaggerating, so we'll let you be the judge of that. The ground in games today consists of a very nice photo on the ground and some blades of grass sticking up from it. This is our ground in unlimited detail, and obviously even the grains of dirt, as mentioned before, are real geometry. So if you look around, the leaves, the twigs, the blades of grass, all those little groundy type things are now all real. Your game environments will also be real. When I say real, I mean made of little atoms, just like our real world. Your game environments up until now have been a bunch of tricks to deal with the low polygon budget. Things like sprites which are always facing you, or objects in the distance which are just really flat pieces of cardboard, or things like a cactus where it's very, very detailed on one side, but we don't want to waste polygons, so the other side looks like an octopus tentacle. Sometimes objects far away just disappear into the fog, and other times they just pop up as they swap between different models. I'm sure in the future our children will look back with amusement on these things in the same way that we look back on blocky three-color graphics. Getting back to our island demo, I hope you will forgive the repetitious graphics. Please remember, we're a technology company, we're not a games company. To have a look at a few individual items, if we look here at this rock, I hope you will permit me to say it looks rather real. That's because it is. It's actually been scanned in from the real world. Scanning technology that brings things in from the real world has existed for quite some time. The problem was, what it produced was so high in geometry, you could never use it in games. In the future, graphics will be divided into two categories, fiction and non-fiction. What we mean is, if I want to make Super Mario or a dragon or a unicorn, I can't go out into the forest, tranquilize them and laser scan them. They're not there. So I need an artist to do that. So the artwork that doesn't exist, we call fiction. That means it's made by an artist. This tree is fiction. It's been made by an artist. It's not laser scanned in. The rock, on the other hand, is non-fiction. And the cactus is a hybrid of the two. To make this cactus, we didn't have any cactuses that looked this way in our little part of Australia. The cactuses that we had weren't quite as interesting. So we took the pieces of them, we twirled them around to make circles, and then we added some dry leaves on top, which we changed the color of. If we were a little bit more creative, we would have taken the wings of a swan and put them on a tiger, but we didn't think of that at the time. This island demonstration shows our present level of technology, but that level is far from complete. For example, at present, our island has only two shades of shadows. Just after we made this demonstration, we progressed to having multiple shades of shadow. So in our next demonstration, you're going to find the lighting is going to look a lot better. We're also running at 20 frames a second in software, but we have versions that are running much faster than that, which aren't quite complete yet. Some months from now, our software development kit will be complete and it will be ready to be handed over to the game's developers. Until then, we're all working as hard as we can and we hope to produce a product that our fans and supporters will find acceptable. Thank you very much for taking the time to watch this presentation.